Tag zusammen zu einem kleinen Let's Play eines Browser-Games mit energietechnischem Hintergrund. Offshore, das H2 Mare-Game. Ein kleines Spiel, bei dem man hier einen Offshore-Windpark bauen kann und durch Power-to-X, also durch die Erzeugung von Wasserstoff, dann weitere Stoffe erzeugen kann. Methan, Methanol, E-Fuels. Ein Spiel auch entstanden aus einem Forschungsprojekt, was eigentlich ganz nett ist, um da mal einzusteigen. Gucken wir uns das mal an. Wir fangen mal auf Deutsch an, haben hier eine kurze Einleitung. Also wir wollen einen Offshore-Windpark vor der Küste bauen, um daraus dann grünen Wasserstoff und weitere klimaneutral erzeugte Energieträger zu erzeugen. Wir haben halt gute Bedingungen auf der See, weil wir da deutlich konstantere Windverhältnisse haben als auf dem Land. Und dann durch die Elektrolyse können wir dann grünen Wasserstoff erzeugen und dann daraus dann weitere Power-to-X-Produkte machen, wie wir hier sehen, Ammoniak, Methan, Methanol und E-Fuels, die wir dann in den energieintensiven Industrieprozessen, Chemieindustrie, Stahlindustrie etc. einsetzen können. Unsere Aufgabe ist es jetzt, dort einen Park aufzubauen, sehen zu pflegen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Wie soll unser H2 Windpark heißen? Oh, den nennen wir mal den Umweltcampus Windpark. Ich mache jetzt hier, dass ich ohne Tutorial spielen möchte, also die Highscore. Ich werde jetzt hier nicht auf Highscore spielen, sondern das Spiel mal ein bisschen vorstellen. Den Link hier oben, h2mare.info, gibt es auch noch mal in der Videobeschreibung. Wir starten das Spiel und pausieren sofort. Hier oben rechts ist die Pause. Gucken uns erstmal an, was wir hier haben. Wir haben jetzt hier also unsere Küste. Also die deutsche Nordseeküste, sage ich jetzt mal hier angedeutet. Wir haben hier unseren Startpunkt mit einem Konstruktionsschiff. Wir können noch weitere Schiffe kaufen. Wir haben hier eine kleine Insel mit Robben. Da können wir natürlich nicht bauen. Je weiter wir rauskommen, hier vorne sehen wir schon so Sturmwolken, desto gefährlicher wird es natürlich für unser Windpark, desto wartungsintensiver wird er. Wir haben hier oben das Geld, 820.000 Merker, Mark, wie auch immer, Geld, Umweltbonus und dann wie viel Kilogramm dieser verschiedenen Stoffe wir erzeugt haben, also Wasserstoff, Ammoniak, Methan, Methanol und E-Fuels. Hier gibt es noch ein kleines Handbuch, hier unten gibt es Aufträge, hier unten rechts, da können wir uns Aufträge angucken, die wir erfüllen sollen, also Industrie, Produktionsaufträge, kommen wir gleich zu und hier unten können wir bauen. Da ist somit jetzt nichts, man kann nichts bauen, solange das Spiel pausiert ist. Ich werde immer wieder pausieren, um ein paar Hintergrundinformationen zu geben. Wir starten jetzt erstmal los, indem wir hier einen ersten Windpark bauen, stromproduzierende Windenergieanlage, die produziert einfach Strom. Wir sehen jetzt hier, je hellgrüner, desto besser die Windverhältnisse, um Strom zu produzieren. Wir bauen mal hier vorne eine Offshore-Windenergieanlage hin. Das kleine Schiffchen fährt es los, baut das jetzt. Und wir wollen auch noch eine wasserstoffproduzierende Windenergieanlage für 150 kaufen. Die setzen wir mal direkt daneben. Hier geht es jetzt direkt los. Sie produziert Strom und damit auch Geld. Was wir noch brauchen, sind Schiffe. Wir brauchen ein Wartungsschiff für 70.000. Und wir brauchen ein Transportschiff, die tauchen dann hier unten auf. So, hier entsteht jetzt gerade unser Wasserstoffpark und wir pausieren nochmal. Also jetzt haben wir hier zwei Anlagen, die Windanlage, die produziert aber Strom und aus dem Strom entsteht direkt Geld. Also wir brauchen keine Leitung ziehen, das geht automatisch. Der Wasserstoff wird jetzt hier von dieser Windenergieanlage produziert. Ich kann jetzt hier wieder nichts machen, deswegen, da muss man ein bisschen aufpassen. Das haben sie quasi verändert, dass man über diesen Pausenmodus da sich Vorteile verschafft. Wir sehen jetzt hier unten ist jetzt eine grüne 1 entstanden. Es gibt neue Aufträge, den sehen wir jetzt erst dann, wenn wir hier das Spiel wieder starten. Also wir haben hier einen offenen Auftrag. Wir können hier Wasserstoff produzieren, 10 Tonnen. Den Auftrag nehmen wir an und müssen jetzt Wasserstoff produzieren. Im Moment können wir ihn nur abholen hier vorne. Man sieht jetzt hier, wie sich langsam der Speicher füllt. Wir können hier noch draufklicken, eine Erweiterung wählen. Pipeline geht noch nicht, das geht erst später im Spiel und einen kleinen Zusatzspeicher, den können wir uns aber einmal leisten. Dann ist es hier grün markiert, wir kaufen ihn und setzen ihn, da ist ja so ein kleiner Speicher. Wir warten jetzt mal hier, bis wir hier 10 Tonnen haben und schicken dann unser Schiffchen los. Jetzt fährt das kleine grüne Schiffchen, das kleine Schiffchen hier los. Wir müssen hier zwischendurch warten, wir sehen ja 84%, dann können wir unser Wartungsschiff losschicken. Und jetzt bauen wir mal weitere Anlagen, nämlich hier eine Plattform mit Stickstoffgenerator. Die muss in der Nähe unseres Wasserstoffs sein, also setzen wir den mal hier vorne hin.
Können vielleicht noch mal eine weitere Windenergieanlage produzieren hier vorne. Und jetzt wird es gleich auch schon ein bisschen hektisch. Wir können unseren Auftrag erfüllen. Auftrag abschließen. 10 Tonnen haben wir geliefert. Gibt nochmal 7.500 Geld. Jetzt gibt es hier auch neue Aufträge. Wir nehmen hier die beiden Wasserstoffaufträge schon mal an. Müssen hier natürlich dann auch zwischendurch immer wieder abholen. Hier Stickstoff. Wir erwähnen die Weiterung. Ammoniak-Produktionsanlage setzen wir hier drauf. Machen direkt 3. Und damit es hektisch bleibt, wir nehmen auch die Ammoniak-Aufträge an. Machen hier direkt die, den 90-Tonnen-Auftrag. So, hier müssen wir dann schnell abholen. Können hier nochmal die Wartung anschmeißen und werden jetzt eine Plattform mit CO2 Direct Air Capture Anlage, also dass wir CO2 aus der Atmosphäre holen. Die muss immer in der Nähe der Wasserstoffanlagen sein, deswegen braucht man immer noch Wasserstoffanlagen. Wir bauen direkt hier vorne nochmal eine zweite. Ich baue deswegen nicht ganz so weit weg, damit die Schiffe nicht so lange und nicht so schnell fahren müssen. So, hier können wir schon wieder abholen. Die Anlage ist orange, muss gewartet werden. Hier die CO2 Anlage, daraus können wir mit CO2 und mit dem Wasserstoff können wir dann hier in dem Fall Methan erzeugen. Das machen wir hier mal direkt. Diese Anlage ist auch fertig. Erweiterung wählen, kleiner Zusatzspeicher hier dran. So, und diese Anlage hier, die produziert das Wasserstoff für diese Anlagen hier vorne. Also das Ammoniak brauchen wir Wasserstoff für und das Methan ebenfalls. Auch das holen wir ab. Das kleine Transportschiff muss dann immer los. Wir können hier direkt die nächste Anlage bauen, damit wir hier auch noch die nächsten Aufträge erfüllen können. So, der erste Auftrag, 90 Tonnen CO2, Ammoniak ist fertig, nehmen wir an. Und wir wollen hier dann gleich auch noch Methanol, also das dunkelblaue, machen wir mal die kleinen Aufträge. Und Ammoniak können wir auch nochmal, wir nehmen einfach mal alle. Man kann tatsächlich alle annehmen, da gibt es jetzt keine Begrenzung, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Hier müssen wir das Wartungsschiff hinschicken und auch schon wieder abholen. Hier brauchen wir auch Wartung. Diese Schiffe können maximal 5 Aufträge annehmen. Und wir setzen hier nochmal das nächste hin. Also, diese Anlage soll jetzt Methanol produzieren. Wenn wir dann gleich genug Anlagen haben, dann können wir auch Pipelines definieren. So, und die dritte Sache. Und hier machen wir jetzt noch Erweiterung wählen. E-Fuels, also flüssige Treibstoffe für die Flugzeugindustrie zum Beispiel, oder? So, hier geht es jetzt direkt los. Abholen. Abholen und dann immer wieder gucken, was ist mit der Wartung. Da kann man das Wartungsschiff quasi immer hinschicken. Auch hier können wir direkt abholen. Da kann das Schiff direkt immer los. Wir nehmen weitere Aufträge an. Wir haben jetzt gleich E-Fuels. So, hier sind die ersten Sachen dann gleich fertig mit dem Ammoniak. Hier müssen wir auch abholen. Hier müssen wir abholen. Also unser Schiffchen ist schon ordentlich beschäftigt. Wir schließen den großen Auftrag ab. Den Auftrag. So, jetzt gibt es hier eine Frage. Wahr oder falsch? Die Zeit stoppt dann. Da kriegen wir ein bisschen mehr Zeit, wenn wir nach 5 abgeschlossenen Aufträgen, gibt es immer solche Fragen, müssen ein bisschen uns beeilen. Hier genannte Power-to-X-Produkte können Kraftstoffe für Schiffe, Autos oder LKWs ersetzen. Ist das falsch oder wahr? Das ist wahr. Richtig, wir kriegen etwas Zeit dazu, immer 30 Sekunden. Wir schließen hier den nächsten Auftrag ab. Haben hier noch neue Aufträge, die wir erstmal alle annehmen. So, jetzt haben wir so viele unterschiedliche Arten, dass wir Pipelines bauen können. Das heißt, wir können jetzt also Leitungen legen und müssen nicht immer unser Schiffchen schicken. Das machen wir jetzt auch direkt. Wir nehmen hier immer ganz kurz alle Aufträge an. Wir können jetzt ja alles produzieren, das ist ja ganz gut. So, also jetzt Erweiterung Pipeline. Einmal hierfür. Das können wir mal einmal abholen hier. Erweiterung, Pipeline hierfür. Erweiterung. Man sieht dann immer grün unterlegt. Wo kann ich die Erweiterung noch ergänzen? Hier vorne noch. Und hier hinten auch nochmal. Fehlt noch ein, ich glaube. So, Herings Laichzeit. In diesem Gebiet laichen gerade Heringe. Schiffe sollten das Gebiet meiden, um die Schiffe nicht zu stören. Möchtest du 20 Sekunden warten? Klicke ja und erhalte den Umweltbonus. Das ist hier oben dieses Blatt. 1,5 Millionen Punkte haben wir schon. Dann würden uns 20.000 abgezogen. Das können wir machen. Die Leichen hier hinten. So, Erweiterungen, Pipeline. Wer fehlt noch? Die fehlen noch. So, jetzt haben wir ja alles gemacht. Hier müssen wir wieder das Wartungsschiff losschicken. Das können wir direkt mal machen.
Und wir installieren noch eine neue Wasserstoffproduktionsanlage hier vorne direkt. Jetzt wird direkt geliefert. Das ist ganz gut. Und nochmal Wasserstoff hier hinten. Wir können nochmal einmal Strom produzieren. Das machen wir dann hier vorne. Und dann, wie gesagt, immer zwischendurch mal durchklicken und das Wartungsschiff, dass das immer im Einsatz ist. Das ist ganz, ganz sinnvoll. Abholen, wie gesagt, brauchen wir nicht mehr. Den Speicher brauchen wir auch nicht. Wir brauchen hier noch die Pipeline hier hin und die Pipeline hier vorne. Wir können hier den Auftrag abschließen. 50 Tonnen E-Fuels haben wir. Gucken wir mal durch. Hier haben wir noch 40 Tonnen Methanol produziert. Wir haben 100% Ammoniak. Nächste Frage. Wie viele Einheiten Wasserstoff braucht man, um eine Einheit Methan herzustellen? 2, 4 oder 3? 4. Es ist ja CH4. Also 4. Gucken wir mal. Wir können die kleinen mal abschließen. Dann kriegen wir mehr Zeit. 25. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Hier wieder das Wupsala, das Wartungsschiff losschicken. Nochmal hier durchgucken. Hier 90%. Hier sind wir bei 65 schon. Hier vorne ist auch nochmal hin. 62, 87. Das Wartungsschiff ist viel mehr. Man kann aber nur ein Schiff haben, deswegen das ist so ein bisschen unglücklich. Gut, wir bauen nochmal eine weitere Ammoniakproduktion auf. Die bauen wir hier vorne auf. Und nochmal dieses Direct Air Capture, DAC. Um unsere Produktion nochmal zu erweitern. Hier brauchen wir jetzt also noch mehr Ammoniak. Da hat er mir gerade angezeigt, wo das Schiff noch hinfährt. Wir brauchen hier noch eine Pipeline. Erweiterung Pipeline hierhin. Hier können wir jetzt erstmal wieder Methan produzieren, also CH4. Erweitern wir direkt. Und direkt die Pipeline. Oh, man sieht, man ist schon ordentlich beschäftigt hier. Wir brauchen wahrscheinlich hier nochmal eine neue Wasserstoffanlage. Da wir den Wasserstoff ja immer brauchen. Wir sehen auch hier oben, was wir jetzt schon produziert haben an Mengen. Aufträge können wir abschließen. Wir haben noch einiges an Wasserstoff. Machen wir die kleinen. Welche Verbindungen braucht man, um Ammoniak herzustellen? Das ist Wasserstoff und Stickstoff. Gibt es wieder ein paar Punkte. Wir haben hier nochmal Methan. Nehmen wir auch mit. E-Fuels brauchen wir noch mal ein bisschen. Schiff schicken. Das ist schon in der Markierung. Aber wir brauchen noch mal E-Fuels. Bauen wir so eine Direct Air Capture Anlage. Die setzen wir mal hier oben hin. Haben wir noch Erweiterungen. Pipeline hier. Die Anlage muss... Wartung möchte ich eigentlich machen. Gar keine Erweiterung. Na komm her. Wartung. Wartung vom Ammoniak. So, hier können wir jetzt E-Fuels produzieren. Draufklicken Plus. Und direkt ans Land transportieren. Das sieht gut aus. Was haben wir hier noch? Wartung. Können wir mal Rundreise machen. Hier ist es auch schon knapp. Wartung, wir brauchen noch mal einmal Wasserstoff, denke ich. Das machen wir mal hier oben. Und noch was produzieren wir hier? Das können wir abschließen. Wir haben hier das Methanol. Und wir können hier die 80 abschließen. Es füllt sich langsam. Wir können hier noch mal eine Anlage hier ergänzen. Nochmal Wasserstoff, also Geld ist kein Problem. So, hier müssen wir Wartung machen. So, wenn wir zu weit draußen sind, haben wir jetzt gerade die Meldung gesehen, dann gibt es halt Stürme. Dann geht es halt nicht weiter. So, hier möchte ich jetzt, was fehlt uns noch, das, Moment, mal ganz kurz gucken. Pause, Stopp. Also, wir haben jetzt zweimal Ammoniak, das hier, wir brauchen E-Fuels, haben wir zweimal, das ist jetzt hier die Wolke, die produziert hier gerade nichts, weil hier diese Sturmwolke ist. Wir brauchen jetzt hier nochmal das Blaue, also Erweiterung wählen, Methanol. So, und gleich ist die Zeit abgelaufen. Erweiterungen, Pipeline hier vorne und Erweiterungen, Pipeline dort oben. Sehr gut, Wartung. Da müssen wir nicht hin. Hier können wir schon mal wieder hin. Hier ist, da fährt das Schiff schon hin.
Sehr gut. Wartung. Schicken das Wartungsschiff direkt mal los. Wartung. Wartung. So, es sind alle Aufträge vergeben. Und jetzt gucken wir mal hier. Wir können den Auftrag noch abschließen. So. Oh, das weiß ich gar nicht. Oh, zwei Wind. Ja, passt ja. So, gab es noch ein paar Sekunden drauf. Wir können hier noch den Auftrag abschließen. Noch offene Aufträge. Den nehmen wir an. Wir haben hier noch wieder Sturm. Den nehmen wir an. Die müssen jetzt immer mehr produzieren. Das mit den E-Fuels schaffen wir jetzt gleich. So, was ist hier mit der Wartung? Die wird gemacht. Hier warten wir nochmal. Hier auch nochmal das Wartungsschiff hin. So, jetzt haben wir nur noch 30 Sekunden Zeit. Mal gucken, was wir noch von der zwei Aufträge abgeschlossen kriegen. Aber so kriegt man halt so einen ersten Eindruck in das Spiel. Schaffen wir es noch. Den schließen wir noch ab. Den hier unten schließen wir auch noch ab. Wir kriegen aber keine neue Zeit mehr. Und bevor die Zeit jetzt abläuft, mache ich einmal noch kurz Pause. So, letzte Sekunde. Also, das ist unser kleiner Offshore-Windpark, den wir jetzt erzeugt haben. Wir sehen, wir haben hier 7,2 Millionen Euro oder Mark auf unserem Konto. 2,3 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier korrekt umgerechnet ist. Wir sehen hier die Mengen an Fuels, die wir erzeugt haben. Wasserstoff, Ammoniak, eine ganze Reihe an Methan. Das kann man sicherlich auch noch optimieren. Ich habe es jetzt nicht auf die Highscore optimiert. Wir brauchen irgendwann das Transportschiff nicht mehr, weil wir dann das über die Pipelines alles abtransportieren. Also zwischendurch wird es mal ein bisschen hektisch. Je weiter man draußen ist, desto häufiger treten Stürme auf, aber natürlich haben wir auch eine höhere Produktionsrate. Die Schiffe brauchen länger, bis sie hinfahren können und zur Wartung und wieder zurück sind. Auch das Bauen dauert länger. Am Anfang auch der Abtransport. Näher an der Küste geht alles wesentlich schneller, also auch da muss man natürlich einen gesunden Mix finden. Um dann tatsächlich zu erleben, also wo kann die Reise hingehen bei unseren, bei der Offshore-Windenergie, bei Power2X, um halt Ammoniak und die weiteren Stoffe für die Industrie und für den Transportsektor zu erzeugen. Also ein schönes kleines Spielchen, Link H2 Mare Info, wir machen jetzt nochmal den letzten Schritt und haben jetzt geschafft, was wir hier schaffen wollten. Das Spiel ist vorbei, schau dir dann persönlich einen Highscore an. Also, wir haben 25.000 Gigawattstunden Strom produziert, 1,3 Tonnen CO2 eingespart, also die Zahl hier oben ist noch eine etwas andere. Wir haben 19 Aufgaben erledigt, 18 Anlagen gebaut, 11 Minuten gespielt. Wir sehen hier, was wir hier produziert und verkauft haben an Wasserstoff, Ammoniak, Methan, Methanol und E-Fuels. Highscore haben wir jetzt hier, der Umweltbonus ist noch mehr, da fließt dann auch das Geld mit ein und 10.708 Punkte, das ist jetzt nicht so dolle für die Highscore, braucht man deutlich mehr. Also ein nettes kleines Spielchen, um da mal einzusteigen und so ein Gefühl dafür zu bekommen, was müssen wir tun, um in Deutschland und Europa uns klimaneutral mit klimaneutralen Gasen zu versorgen. Denn das wird der Weg sein, dass die Offshore-Windenergie uns dabei unterstützt und da einen wichtigen Beitrag leisten wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.